In Severodonetsk verzeichnen russische Truppen weitere Fortschritte, doch komplett eingenommen hat Russlands Armee die Stadt noch immer nicht. Laut ukrainischen Angaben befinden sich weiterhin auch 500 Zivilisten unter einem Chemiewerk. Die Streitkräfte der Ukraine zeigen auf einem Video die Zerstörung eines russischen Raketensystems mit Hilfe von Haubitzen aus den USA. Doch aus dem Verteidigungsministerium in Moskau heißt es, russische Truppen hätten zahlreiche Waffen von den Ukrainern erbeutet. Alle drei Brücken, die nach Severodonetsk führen, sind inzwischen zerstört. Bei der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt geht es um die komplette Kontrolle der Region Luhansk. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak hat auf Twitter eine Liste mit Waffen veröffentlicht, die sein Land dringend brauche, um die russischen Angriffe abwehren zu können. Präsident Wladimir Selenskyj fordert im ZDF eine eindeutige Haltung von Kanzler Olaf Scholz. Es dürfe kein Spagat versucht werden zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland, sagte Selenskyj.